So, herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich probiere mich ein bisschen an Serienbeschwätzung. Am Jahrhundert, wie der Unspeyer kennen konnte am Thumbnail, haben wir mit Mandalorian Staffel 3 zu dienen. Die erste Episode, da hatte ich ja schon eine Trailer-Reaction gemacht. An. Ich hatte ja gesagt, für eine Szene, eine Episode-Besprechung zu machen. Du sieh mal, du hast die erste Episode, dass du rauskommst, schon sie gerade nach Hause am Hintergrund laufen, was mich gerade ein bisschen auflenkt, wie ich mir kann. Ich habe gegen meine Hilfe, was lenkt mich ein bisschen auf. Und schon mal sie gerade geguckt, schon mal sie gerade herangezogen. Und du wolltest direkt meinen Eindruck über die neue Episode mitteilen. Wer weiß, schon ein bisschen gemischte Gefühle mit der Star Wars Serie überhaupt, mit der Star Wars Mark passiert. Das, ich fand selten etwas katastrophal. Ich fand es höchstens belanglos, was mit verschiedenen Sachen gemacht hat, was auch nicht gerade mega ist. Was du für die letzte kommen oder was. Ja, doch, die Serie, die du als letzte war, ist Andor. Mit der ich bald durch, sind sie bald durch. Muss man sie noch fertig gucken. Die ist wirklich nicht schlecht. Die hat auch nie einen schlechten Ruf. Ein Problem mit einer Serie, wo ich mehr hatte, war Obi-Wan. Du hundest mal. Ich weiß nicht, wie du so. Du hast vielleicht viele Leute so gegangen. Eine Tour, den sich gewünscht, sie wäre besser, wie sie am Endeffekt war. Ich habe mich so darüber gefreut, ich habe mich so über die Thematik gefreut und habe sie so viel ausgemalt, was da kein passieren und wie das wohl ausmacht gesehen. Und ich schwätze mich halt gerade rasch. Und du hört leider die Obi-Wan-Serie im Nachhinein von für mich enorm enttäuscht. Ob es überhaupt an der Thematik von natürlich den Endkampf war mega. Den hat super begeistert. Aber so ist der ganze Werdegang und ich fand, war nicht immens gut strukturiert. Und das Schlimmste fand ich, war die Optik. Also, da waren viele Szenen, die wirklich katastrophal ausgesehen. Das etwas, was den Mensch bei Mandalorian immer behaupten kann, wie es so bei den drei Staffeln, die man, oder zwei Staffeln, die man Hund, die dritte, die man kennt. Die Optik war immer geil. Das tun wir auch noch in der ersten Episode, fand ich, muss ich sagen, gesehen wirklich gut aus. Also, das hat mich auch noch Dave getroffen, wenn das noch nicht weiter gut ausgesehen hat. Für mich als Mandalorian noch immer so ein Steckenpferd. Also, du als du. Das ja, das absolut Beste, was sie bis an dem Seriebereich rausbringen tun. Weil sie auch ganz viel Tonalität von Schrisch getroffen haben, Fokus auf richtige Sachen gesagt haben. Und das ist auch gerade das, wo ich mich momentan an der ersten Episode noch ein bisschen schwer den, aber die Serie verzeiht ja viel, weil da ist schon so viel geboren wird. Weil, wir kommen ja auf den Punkt, also das ist komplett gespoilert, gell? Also wenn das Episode noch nicht gesehen wird, dann ist es der Moment, viel auszuschalten. Weil ich werde mich nicht für einen Spoiler zurückhalten. Wir haben ja The Mandalorian sei Werdegang gesehen für den Grogu dann bei den für den hast du da bei den Luke kommen und Grogu hat sich ja dann decidiert darum zurück bei The Mandalorian zu gehen. Allerdings hat The Mandalorian seinen Helm ausgedrückt, dass du wenn dann nicht mehr an ihrem Credo, an ihrer Religion da dran, als nämlich akzeptiert, außer again, wie war das an den Minen von Mandalore zu Schrank waschen? Also so? Entschuldigt mein Halbwissen. es sind nicht so krass die von der Thematik dran, wie manch andere, das ist Comic und so, als alles, und ich alles nicht so konsumiert. Auch Clone Wars Serie und ich auch nicht so konsumiert. Du weißt, entschuldigt mein Halbwissen. Hier will sich halt lo, hier will rem, aber zum Credo dazugehören. Das ist das, was man dann. Was da los soll passieren. Ich fand, persönlich gesagt, dass das ein bisschen
denn aus für den Spannungsbogen Urwen zu erhalten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich fand, das war mit der ersten Staffel, der hat angefangen mit, ja, wir kriegen einen Auftrag an die Sonne Legion. Und dann haben wir halt da den Grogu, halt so die Rasse vom Yoda, wo ihr seht, oh, das ist aber so faszinierend. Und das hat ihn ein bisschen bei der Stange gehalten. Weil ihr halt wissen wollt, was mehr haben durchsticht. Und lo, als fand ich so, ja, hier will. Er will den die religiöse Weh unter Gimelo durch ihn anholen, begehen. Und das ist für mich ein persönliches Thema, weil du nicht so catcht. Aber ich denke, die Serie wird schon definitiv mehr zu bieten haben wie Hefler und Mandela. Und dann, ja, dann möchten die Daten Busse und dann ist auch alles wunderbar. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich denke schon, die Serie wird viel zu bieten haben. Vor allem hat sie ein bisschen los, schon mal optisch mega viel zu bieten. Wir sehen am Anfang einen Jungen, den an der Credo soll abgeholt gehen. Ein kleiner Jungen, den an der Credo von den Mandalorianer soll abgeholt gehen. Und da gehen sie von so einem riesigen Krokodil attackiert und dann könnten Mandalorian könnten an seinem Naboo-Fighter ruhen und bombt das Ding einfach mal nieder. Und das war schon ein ziemlich geil Anfangssequenz. Ich fand, die hat schon Tonalität ziemlich gut umgehen und sowieso den Naboo-Fighter, wo der Grogu da mit ihm dran sitzt. Also ein geiler Start. Dann geht es Thematik, wie sich da reinwaschen kann und ob Mandalore nicht so verseucht aus, also nicht giftig, als ein Ava begoben aus, die Verdacht hörten, an ob es dann nicht Ava mäßig als Buße zu tun. Das ist schon mal der ganze Anfangsplot, der mich persönlich relativ kahl ist. Ich kann mir gut vorstellen, für Leute, die an Clone Wars dran sind, an noch Comic gelesen und dass das vielleicht das Mega-Thema aus, Mandalore. Es interessiert mich mega, wie der Planet ausgesetzt. Ich denke, da wird man viel zu bieten kriegen. Mehr so ausgestohend wirkt es noch nicht so faszinierend. Ein Punkt, den ich gerade auch noch gesehen, den ich ganz faszinierend fand, also an dem Hyperspace, wie der Grogu das dann alles beobachtet, an die Wesen, die riesigen Wesen, die außerhalb vom Hyperspace fliegen. Fand ich faszinierend. Als etwas, was ich auch noch gar nicht so kann tun, dass das geht. Also, sowieso Verständnis vom Hyperspace liegt mir auch nicht so ganz an. Ich weiß nicht, ob das irgendwo ein bisschen genauer erklärt wird. Aber, dass da so riesig Kreaturen fliehen, die sich den Moment auch mit Hyperspace bewegen, und ich faszinierend fand. Und ich fand, war ein ganz, ganz magischer Shot, den irgendwie fast abmischt und das dann einfach auch einfach nur durch Stuhl lässt. Weiß ich nicht, ob das noch weiter thematisiert soll gehen. Voilà, so steht das dann mal. Wir kommen dann auf jeden Fall an Navarro und. Also Navarro, ich meine, ne? Wenn ich hier gucken habe. Ich meine natürlich so. Das ist auf jeden Fall die Stadt, die wir aus der ersten Staffel kennen, wo man als wohl mit am meisten ob. Navarro, sowas. Wo man als wohl mit am meisten abgehalten haben. An die auch ziemlich ruf kommen war, also einfach ein kleiner arabischer Staat, die nicht viel zu bieten hat. An Heige seid ihr, dass die richtig obliegt, also du infrastrukturell mega abgebaut gauf, dass denen mittlerweile du ziemlich gut geht, was auch mal ein schönes Gefühl für die Welt bisschen eine Entwicklung. Wir können ja sonst eigentlich immer nehmen, was ich immer gesagt habe, als du dann Tatooine und Tatooine sind immer nämlich das. Da gesagt, du gefühlt sind da 10.000 Jahre wahrscheinlich, wo das Universum dann so, keine Ahnung, wo du irgendwie gesiedelt wird, gesagt hat, nämlich das. Und dann hast du auch mal schön, fand ich so Stürze gesehen, die sich dann ein bisschen weiterentwickeln. Und dann, sind schon ein bisschen aufgelenkt gehen, weil ich halt die Szene gucken. Wenn man den Druid gesehen, den man an der ersten Staffel, den das selber gesprengt hat, wie heute geheißt, IG-11, war das so? Schon mal ganz viel probiert zu merken, aber IG-11 war das so, hier steht. Die Statue gesehen man dann da, den hat sich schon geopfert. Ich hoffe, ich schwätze noch nicht zu wirr. Ich schwätze ein bisschen frei raus und ich hoffe, dass ich mal ein bisschen nachfolgen kann.
werde ich alles da mal da mengen. Voilà. Und dann merken den aber relativ schnell, dass ein bisschen ein Piratenproblem an der Stadt tun. Das geht auch eigentlich nicht mehr so an einer relativ cooler Western-Szene so gewesen. Und der Mandalorian kriegt einfach ungeboren, ein scheint Häuschen dort zu holen und sich können dort niederzulassen. Aber wir wissen ja, dass das nicht an seinem Gedanken ist. Und weil am Lauf von Navarro trifft dann dort die Piraten. Was ich auch ganz cool fand. Ich fand sowieso, die Serie gibt dem Universum, dem Star Wars-Universum, immens viel Fleisch. Also ganz, ganz viel Klangplots, ganz, ganz viel Klang Sachen, die wichtig machen, so ein Universum glaubhaft zu machen. Das ist auch das, was ich zum Beispiel an einem letzten Ant-Man zum Beispiel ein bisschen kritisieren, dass sie bauen eine Welt ab, die schon bei Star Wars ähnlich kennt sind. Allerdings verbringen wir nicht, also fehlen Klängigkeiten, es gibt sich hauptsächlich überflächlich mit der Welt zu befassen und das ist schwierig, so eine Welt greifbar zu machen. Aber mit so kleinen Konflikten wie mit den Piraten gibt das dem Ganzen schon immens viel Fleisch und ist immens glebhaft. Und dann kommen wir auf den Punkt, dass sie den IG-11 will zurückbringen, hinkriegen, weil sie erst überrascht, da hatten sie die Statue gemacht. So. Weil er braucht ihn, laut ihm, für auf Mandalore zu gehen, für dann da zu forschen, für da rauszufinden, ob da noch irgendetwas ist. Und ihn hat er gerne Matt für da hin. Lo ist dann eben der Punkt, dass ihn dann, dass ihn hin aber probiert zu flicken. Leider hätten den alle Protokoll noch immer dran, oder Rim dran, für den Grogu umzubringen. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, das ist nicht so geil. Und dann, da kann ich sehen, die ich auch ganz cool fand, was ich schon lange spekuliert habe, dass sie mit der Serie probieren, die neuen Filme ein bisschen mehr ranzubringen, dass das den neuen Film ein bisschen mehr Fleisch sollte gehen. Was noch viel mehr hat müssen gemacht gehen, aber Mandalorian müsste nur immer Kleinigkeiten, und zwar mit der Rasse, die in aus dem letzten Episode aus dem Rise of the Skywalker kennt, den Babu Frick. Ich gucke gerade ein Kerl, ob eine Bezeichnung du hast, was für ein Ross das ist. Der Babu Frick ist ein Druidenschmied, ja, okay, ja, das sind sie halt auch. Sie probieren, er probiert der Martinen, den Rem hinzukriegen. Ich fand ihn auch nicht, ich will mich noch nicht zu lange nochmal drauf halten. Auf jeden Fall auch super, super cool Charaktere, die man einer ganz, ganz witziger Szene, so einer Übersetzer-Szene, die ganz, ganz viel Spaß mit Schnur zu gucken. Und das ist Rem das, wo ich so, und das ist auch immer das, was dann, wer doch in Tarantino immer mischt, und zwar mit teilweise auch vielleicht belanglosen Szenen der ganzen Situation fliegt zu gehen. Ganz belanglos ist es nur nicht, die Szene, weil man kriegt quasi die nächste Quest, von denen das so will, über die Szene, und zwar, dass sie dann Gedächtnisspeicher arrangieren muss, die wäre schwer zu kriegen, bla bla bla. Dann kommen wir noch ein bisschen zu den Piraten, wo wir denn Humeretai, wie hieß der Chefpiraten amei? Ich muss es gucken. Wir treffen auf jeden Fall dann noch Piraten, die das natürlich nicht so cool fanden, dass den Gorian Shard, so wie ich das. Dass die Piraten da umgebracht wird. Ich meine, das hat man noch nicht diskutiert. Mit die Leute, die da halt gucken, die uns die Episode sowieso wahrscheinlich gesehen. Da kommen wir halt auf den Chef von den Piraten, an den findet das natürlich nicht so geil. Leider geht das auch nicht mehr so ganz, ganz klein raus, und dann ist das Thema auch durch. Ich denke, und werde ich auch hoffen, dass das ganz, ganz, ganz viel klein nächst kleinen Platz will abhalen, für dann können so weiter, also für dann gleich rum können weiter zu führen, an die Sachen immer im Episode für Episode können
ob wir mit klingen so base, aber am Abtauchen zu lassen. Wahrscheinlich werden wir dann Episode für Episode einen anderen Punkt daran am Fokus stehen haben. Hauptplot dann Mandalore, dann eben Gedächtnisspeicher, Konflikt mit den Piraten, dass die Sachen dann abkommen. Zum Schluss dann kommen wir dann auf Kalevala? Ach Gott, ist sie so schlecht an denen. Weil du dann eure Planet von den Mandalorianern hast, wo Bo-Katan sich drauf befindet. Weil dann du auch der ganzen Situation nicht so streng abmischt. Mir gibt mir man ultra viel streng gerade am Anfang ab. Und zwar, dass sie Darksaber brauchen, für die Mandalorianer zusammenzubringen, weil nicht mehr nach dem Darksaber sie sich dann irgendwie verbünden wollen oder den als Leader wollen anerkennen. Bo-Katan wird nicht Mandalorian hörtet. Du hast dann auch die nächste Tasche, Mandalorianer ein bisschen zusammenzukriegen. Es schwirft irgendwie drüber, wie wenn die ganze Zivilisation und die ganze Mandalorianer sollen zusammenbrüht gehen. Du hast natürlich froh, wie weit man da gehen. Hast du schon etwas gewusst, wie weit das Ganze geht, ob es scheitert, ob es gelingt oder ob das halt noch absteht? Weil wenn wir so gucken, an Episode 4, 5, 6 sind die ganzen... Oh, warte, lass mich kein Quatsch erzählen, da ganz spät ja nur Episode 6. Oh, lass mich kein Quatsch erzählen. Ja, das spielt zwischen 6 und 7... Ja, das ist ja dann an Episode 7, geht das ja absolut gut damit thematisiert. Ja, dann hast du froh, wie weit geht das los? Weil das ist ja ein mega, das ist ja ein mega zeitspannender Look, weil du noch verhältnismäßig jung. Boah. Ja, gut froh. Gut froh. Mir das denkt mich gesehen nach alles. Ich hoffe, Disney lässt das ganz nicht zu viel schläfen. Nicht zu viel. Also mit Mandalorian. Mit einer Mandalorian-Staffel sind ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass das aber. Relativ klappt, ist schon nur wenig Zweifel drin, dass es klappt. Die Sachen neben drin sind ich ein bisschen im Zweifeln. Also Obi-Wan zum Beispiel hätte ich auch gern einfach als Film gehabt. Ich fand ihn okay, darum muss ich einen Film kommen. Weil wir jetzt auch nicht Teil einer stundenlangen Star Wars Talk gehen. Ich meine, ich will schon sowieso schon mega überzeugt für ein echtes Episode. Voilà. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen meine Gedanken zu der ersten Episode gehen. Es sind, wenn wir nur ein Aufschlussfazit gehen, ein bisschen an die Stadt, so ich mal, weil der Plot sich oder das Interesse vom Plot mich noch nicht so hockt. Das heißt, ich muss da von der Story noch ein bisschen matt gerappt gehen. Mir ich denke, dass sie das schon allein durch die Erzählerweise schon nie kriegen. Weil da tun sie mit Staffel 1, Staffel 2 auch gekriegt. Da hatten sie ein grandioser Erzählerweise und ein super Gefühl für die Welt und ein mega geerdete Optik, die einem Western-Stil gleicht, was mir immens gut gefällt. Und für mich ein absolutes Highlight von all guten Star Wars Serien, die bis da sind. Und du wirst denken, ich das schon allein, wenn es dem Look and Feel, mich das aber noch kriegen soll. Für allem, weil ganz viel Potenzial du hast, wie das danach weitergeht. Voilà. Lass mich noch nicht zu viel um den warmen Brei schwätzen. Voilà. Lass mir auch gerne eher Gedanken dazu. An den Kommentaren und klärt mich ganz gern darüber, ob wenn ich hier absolut Quatsch erzählt habe oder ob verschiedene Thematiken absolut klar sind für den einen und den anderen von euch, die seht, ja, nee, ganz klar, das geht in die Richtung, das war da an der Serie, an der Tür, die ich schon gesehen oder hier an den Comics, das hat schon thematisiert, sind ich ganz offen darüber, für da mehr gewürzt zu gehen. Du wendest, das geht ja schon bei Podcast-esk Datei. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann an dem Sinn verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns dann an den nächsten paar Episoden herum. Hoffen wir, dass wir eine geile Staffel Mandalorianer kriegen.
Bis dann.